Ich halte hier ein Buch in der Hand, das eine Schülerin erstellt hat, in Dortmund im Norden. Und ich habe bei mir Kerstin und Katrin. Ihr zwei habt mit Schülerinnen und Schülern solche Bücher gemacht. Erstmal, was sind das für Bücher und was ist am Dortmunder Norden so besonders? Ja, also der Dortmunder Norden ist wie viele Städte im Ruhrgebiet ein Einzugsgebiet für viele Migranten. Das heißt, unsere Schule sticht heraus, wir sind ein Gymnasium, aber wir haben 98% unserer Schüler mit Migrationshintergrund und damit stechen wir heraus. Also wir hatten zum Beispiel auch schon mal die QA im Hause und die vierte Kategorie ist mit 60%. Das heißt, wir sind meistens auch gar nicht zuzuordnen. Und die Herausforderungen bestehen eben darin, dass viele auch aus ärmlichen Verhältnissen kommen und einfach das ganze Multikulti. Also wir dürften so plus minus 80 unterschiedliche Nationen bei uns an der Schule haben, das unter einen Hut zu bekommen. Und weil ihr so arm seid, habt ihr auf Papier gearbeitet? So. Nein, weil wir so arm sind, haben wir nicht auf Papier gearbeitet, sondern Hintergrund ist da natürlich auch, dass wir die Schüler ermutigen wollen, sich überhaupt mit diesem Medium Literatur, Buch auseinanderzusetzen. Und zwar auf einer Ebene, wo sie es selber als gewinnbringend hinterher betrachten, dass sie es gelesen haben. Und ein Buch hat in dem Fall auch einfach den Vorteil, dass sie es ausleihen, dass sie sich gegenseitig mal eben in die Hand drücken können und selber das haptisch erfahren, das selbst kreiert zu haben, so etwas erschaffen zu haben, verschafft ihnen auch noch eine ganz andere Form der Befriedigung und führt dazu, dass die Schüler halt gerne weiterlesen und überhaupt Lesen als Grundkompetenz nun mal nicht wegzudenken ist bei aller Digitalisierung. Wenn sie letztlich nicht lesen können, komplexe Texte nicht verstehen können, nützt ihnen der ganze digitale Zugang nichts und das ist eine Grundkompetenz, die da ganz nebenbei mit eingeübt wird und ganz nebenbei auch kritisches Denken eingeübt wird, allein bei der Frage, was hättest du an der Geschichte geändert oder würdest du das Ende ändern? Und wenn die Schüler dann sagen, nein, weil dann passt die Geschichte nicht mehr, nein, dann verändert sich das und das. Und das heißt, man bekommt sie ganz nebenbei auf Ebenen, wo man sie sonst nicht so einfach hinbekäme und das ist etwas, was sie mitnehmen können in andere Bereiche. Das muss ich jetzt hier tatsächlich mal zeigen, das ist so liebevoll gemacht. Ein Comic, der wirklich mit Bleistift gezeichnet ist, mit Sprechblasen, daneben Elfchen, Postkarten und wie das auch gebaut wurde, das Reading Log, mit Handwerkszeug. Also unglaublich liebevoll und das Ganze in Englisch. Wir sind jetzt hier bei einem deutschen Lehrerforum Lernen und Lehren für das 21. Jahrhundert. Inwiefern sind das Qualifikationen für das 21. Jahrhundert? Ja, wie gesagt. Allein die Lesekompetenz, allein das problemlösende Arbeiten, allein das Herangehen, wie mache ich das? Und letzten Endes ist es dann egal, ob Sie dafür digitale Tools verwenden oder ob Sie halt eben diese haptische Erfahrung machen. Denn Sie müssen ja in der Lage sein, aus einem Aufgabenbündel sich erstmal die Struktur zu erarbeiten. Wie gehe ich daran? Wie hierarchisiere ich? Wie priorisiere ich? Wie setze ich meine Idee um? Wie mache ich das erfolgreich? Und letzten Endes auch, wie präsentiere ich meine Ergebnisse gewinnbringend? Und es ging leider nicht, weil Herr Schüler dazu leider noch nicht in der Lage war, okay, der war jetzt auch Sechstklässler, muss er noch nicht können, eine Datei fehlerfrei in eine Cloud stellen zu können. Er hat zum Beispiel einen Werbefilm dann für sein Buch gedreht, was er gemacht hat. Und oder andere haben ein Hörspiel dazu gemacht und haben sich dann auf Handy aufgenommen mit Soundeffekten, mit allem drum und dran und haben dazu eine eigene Reportage gedreht und aufgenommen über die Handys erstmal. Das sind sehr wohl Dinge, die sie letzten Endes alles brauchen. Und vor allem auch den kritischen Umgang damit. Ja. Und für mich auch die Selbstbestimmtheit, weil wir Lehrer, wir geben ja einfach unheimlich viel vor. Und wenn die Schüler normalerweise lesen, dann, weil der Lehrer sagt, lies das mal. Und deswegen eben auch, dass die Schüler ein Buch selber auswählen dürfen und dann eben Auswahlprozess auch die Feststellung machen, wenn ich nach zwei, drei Seiten das Buch nicht gut finde, darf ich es weglegen. Ich darf mir ein neues aussuchen, bis ich so quasi mein Deckelchen gefunden habe. Das hat auch was mit Selbstbestimmtheit zu tun und sich selber kennenlernen. Was mag ich, was nicht? Ja, also Lernen fürs 21. Jahrhundert mit Kerstin und Katrin hier beim Deutschen Lehrerforum in der Nähe von Mainz in Budenheim. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, kurz mit uns zu sprechen. Ja.